Bürgerle morgen, Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Isaac Eden Winstrix. Wir sind jetzt schon bei 16, kommen unseren 18 immer näher und ich hoffe, wir werden auch weitergehen. Eden Boy, da ist er ja, Hard-Modus. Let's go. So, Aufnahmen laufen, ich bin eine Stachelboy. Oh Gott. Nein! Warum? Ich will jetzt schon nichts mehr. Hab ich echt Isaacs Heart? Oh Mann, ich will nicht. Warum, Mama? Ich war doch gut. Okay. Wir werden heute sterben. Definitiv sterben. Wir haben fucking Isaacs Heart. Ich habe schon eine kleine Preview vom über das letzte Part gemacht, wo ich es aus Versehen in der Chest eingesammelt habe. Oh, das war die Chest, das war das letzte, die letzte Ebene. Hey, komm kostenlos durch die Zacki-Zacki-Räume. Vorteil! Oh Gott! So, Frage ist, wieso ist Isaacs Heart so scheiße? Warum holst du rum? Warum ich heul? Weil ich das überhaupt nicht koordinieren kann, die Scheiße. Und zwar ist jetzt das Herz, was hinter mir rumschwirrt. Das ist jetzt das neue Angriffsziel. Das heißt, wenn ich als Körper angegriffen werde, ich könnte jetzt in so eine Drinne reingehen. Jetzt setze ich es hin, ich kann, glaube ich, sogar drehen abwehren. Ja, genau. Aber das Herz, wenn das Herz getroffen wird, ist es so, als würde ich leben. Schaden nehmen. Na, sagen wir mal so, das Herz ist wenigstens in der Nähe von mir. Das ist das erste Begleiter-Item. Es kann man koordinieren, wenn man will. Eventuell. Ich hab keine Ahnung. Gut, das ist wenigstens gutes Item. Tier ist noch Bad Shot. Weg mit dem Gegner. Geht weg, geht weg, geht weg. Einfach nur weg. Ach Gott. Wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee? Oh, und dann, wenn da so viele Kackviecher sind. Oh, Junge. Oh, Mann. Oh, Junge. Vielleicht wird es ja ein guter Run. Hoffnung stirbt zuletzt, wa? Vor allen Dingen bei der Explosion, wenn ich in eine Richtung reingehe und dann wieder zurück, dann bleibt das Herz für eine gewisse Zeit an einer Position stehen. Das könnte ziemlich problematisch werden. Naja, ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. Das könnte eigentlich der 18. Run sein, so als Überschreitung der neuen Season. Also ich, das ist mein neuer Rekord, aber nein! Es ist erst das 17. Alles tot, das ist ja schön. Wir können mal in den Shop reingucken, weil wir kriegen ja was kostenlos. Wir haben ja immer ein gutes Spacebar-Item. Und zack! Na gut, nehmen wir halt das erstmal mit. 50-50, keine Ahnung, was du eigentlich magst. Ah, du duplizierst die Shop-Items. Okay. Okay, das. Funktioniert das immer? Warte mal. Zack. Okay. Fuck! Man sollte es nicht übertreiben! Fuck, da war ich zu gierig! Ich kenne das Item halt nicht, von daher. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Aber bis jetzt ist das Item nicht weggegangen. Isaacs Heart, ich hasse dich! Und das fängt schon in der ersten Ebene an. Vor allen Dingen, die greifen halt auch das Herz an, nicht mich. Nee, das Herz. Okay, ich kann Items duplizieren im Shop. Nee, renn, ein Herz. Das ist interessant und ich soll es nicht so oft machen. Na gut, ich kann es ja theoretisch einmal mal, dann kann ich ein bisschen was mitnehmen. Nochmal versuchen, dass ich wenigstens einmal habe. Hätte ich machen sollen. Ich habe ja nicht gewusst, dass es dann. Ja, gut, da stand 50-50, ne? Entweder dupliziert oder verschwindet. Funktioniert es aber auch woanders? Das müssen wir mal testen. Oh Gott, da sind mir zu viele Gegner. Ja, dann hast du. Ja. Dann hast du so ein Bullshit. Oh Gott. Da kannst du ja überhaupt nicht so richtig ausweichen. Weil du da auf dein Scheißherz ab musst. Einfach auf gesunden Menschenverstand Distanz gehen. Abgefickt. Geh weg. Ganz weit weg. Ganz weit weg, hab ich gesagt. Was ist denn los mit dir? Hör doch mehr zu. Wir haben noch zwei Herzen. So, aber das nehme ich jetzt mal mit, ich brauche mein Damage. Eventuell kann ich das sämtliche Items duplizieren. Wie gesagt, das müssten wir mal testen.
Aber jetzt gehen wir erstmal in die nächste Ebene. 50-50. Okay. Mal klappt's, mal klappt's nicht. Mal schauen, ob es nur im Shop ist oder woanders da auch. Kann man wegen pokern. Das wird sich bald. Hey, Isaacs Hut mal 10. Ich will Isaacs Hut duplizieren. Das ist sicherlich eine gute Idee. Definitiv. Ich hätte gerne einen Schlüssel, damit ich da auch reinkommen könnte. Na gut, wenigstens ist es auch so. Ich kann da drüber latschen. Kann da nicht auch durch Zackis, ne? Genau. Immerhin etwas, weil das schwebt ja. Von daher kann er von Flüssigkeit und von Zackis nicht getroffen werden. Immerhin etwas. Aber es ist ein sehr, sehr schwacher Trost. Ein sehr, sehr, sehr schwacher. Aber okay, ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. So. Aufhören mit dem Rumgeheule, sofern ich noch nicht getroffen werde und fast am Sterben liegt. Ja, Damage, da fehlt immer noch ein bisschen, obwohl er eigentlich schon fast bei 5 ist. Und der Knockback ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. So, Schlüssel bitte. Ah, ist kein Schlüssel. Das schwarze Herz. Funktioniert das auch, wenn ich das dupliziere? Keine Ahnung. Ich will es mal versuchen. Ich kann sogar das duplizieren. Aber gut, diesmal nehme ich es dann mal mit. Weil zwei schwarze Herzen ist auf jeden Fall richtig nice. Da könnte ich mich aufheilen. Na gut, das brauche ich jetzt momentan noch nicht. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Liebe Damen-Schlüssel. Gehen wir aber erstmal in den Shop, würde ich sagen. Aber bevor wir das jetzt machen, holen wir uns noch ein paar Aufladungen. Weil ich will die Batterie jetzt nicht benutzen. Vielleicht können wir da noch was machen. Ja, ich traue mich halt da nicht unbedingt so in der Nähe von dem Scheißding. Noch ein Schlüssel. Wunderbar. Jetzt können wir auch da rein. Da ist jetzt nichts Interessantes. Da haben wir zwei Sachen. Dann schaue ich mal kurz da rein. Okay, das ist der reguläre Shop. Und der andere ist dann so ein Spezial. Und das müssen wir auch noch aufladen. Aber alles zu seiner Zeit. So. Noch ein Portal. Nur eine Spinne, das ist schön. Das Schöne ist halt im Shop, wenn man das duplizieren kann. Gut, man kann welche haben, aber man kann auch kostenlose Items da bekommen. Weil die kosten ja nichts, die duplizierten Sachen. So. Dann versuchen wir es hier nochmal. Zack. Hat auch schon wieder funktioniert. Funktioniert es immer beim ersten Mal oder habe ich immer nur Glück? Ich will mir nicht beschweren. Zack. Zack. The Stars. The Sun oder The Stars? Boah. Ich nehme mal Stars mit. Bin ich eigentlich ein großer Fan davon. So. Dann gehe ich noch einmal einen Raum zurück. Schauen wir es mal kurz da rein. So, das könnte ich theoretisch duplizieren, aber das finde ich nicht immer einfach, wenn ich ehrlich sein darf. Dann gehen wir nochmal komplett zurück. So, da haben wir, jetzt haben wir auch viele Herzen wieder plus gemacht. Zwei schwarze, ein blaues. Es geht doch. Ich könnte die Bücher erwähnen. Warte mal, bevor ich die Bücher duplizieren versuche, sammle ich einfach mal alle auf. Und dann habe ich nämlich die Buchtransformation. Zack, mit noch ein schwarzes Herz. Jetzt versuchen wir es einfach mal. Crack Penny. Zack. Schon wieder. Ist jetzt die Aufladung weg? Nö, ist auch da. Okay. Na gut, das. Ich habe die Reihenfolge geändert. Aber gut, ich kann. Ich habe auch die Bücher dupliziert. Beim ersten Mal scheint es immer zu funktionieren. Bis jetzt natürlich. Es ist nicht garantiert. So. Dann. Das wollten wir ja nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Ebene, oder? In die nächste Ebene! Gut. Da war ja sonst auch nichts mehr. Ich könnte mir zwar noch ein Herz holen, aber... Ja. Lass uns dabei. Satanic Bible. Ja. Wäre eigentlich eine Überlegung wert. Aber ich finde eigentlich den Cracked Penny da gerade, was ich da habe. Den finde ich ziemlich interessant. Da kann man sicherlich noch einiges anstellen. So, nehmen wir mal mit. Dann hätte ich das duplizieren können und hätte keine Herzen ausgeben können. Aber es passt schon. Nehme ich das mit. Da ich nicht weiß, wie viel Herz ich habe, ich glaube, ich würde es überleben. Aber wir wollen es nicht riskieren. Nehmen wir The Mark einfach mit. Einmal wegen Speed und wegen Damage. Das reicht. Nicht so gierig. Wie viele Herzen hätte ich denn theoretisch? Okay, ich habe tatsächlich noch so viel. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht riskieren. Ah, das ist ein schöner Raum. Mit schönen Raum meine ich halt überhaupt nicht. Ah, du deine scheiß Maden. Ja, ja, ja. Blöden Maden, gelumpter. Date. Au. Alter, wie viel Schaden ich halt einfach abbekomme.
Allein durch die scheiß Tatsache des Isaacs hat. Ja. Wie viel Mal wurde jetzt getroffen? 4 Mal oder so? Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. So kannst du nicht weitergehen, wenn ich da so viel Herzen verliere. Isaacs Heart, ey. Das ist genauso wie Libra, nicht Libra. Wie soll mich am Anfang. Ja, kommst du nicht gut damit zurecht. Naja, ich muss halt ziemlich stark sein, dass ich alles von hinten kann. Mom's Knife oder irgendwie so, gleich am Anfang. Mit voll der Power irgendwie so, keine Ahnung. Und weg, 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 bevor die Bombe kommt. 4 Herzen, das gefällt mir alles nicht. Und auch die Tatsache, dass ich... dass ich keine Schlüssel wieder mal hab. Ich wollte halt noch Zeug... Renn. Das brauche ich auch nicht. 3 Herzen, das wird immer besser. Ja, Isaacs, das ist halt... Katastrophe, reine Katastrophe. Schlüssel. Rusty Key. Ich glaube, du bringst für nichts, oder? Ich nehme dich einfach mal mit. Mal auf! Hey, Hoffnung stirbt zuletzt. So, mal Pubis auflegen, immer noch ein bisschen was. Ich muss halt hoffen, dass ich da einen Schlüssel. Kein Schlüssel. Vielleicht kriege ich ja noch einen Schlüssel später. Mal schauen, wenn ich die 3 oder 2 Ebenen hier geklärt habe. Dass ich da vielleicht noch einen Schlüssel kriege, weil könnte ich jetzt sehr gut gebrauchen. Pillen, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht. So, immer in Bewegung bleiben bei den Viechern. So, und der schön auf Distanz angreifen. Schön auf Distanz, dass er ja nicht mein Herz angreift. Leider nichts. Eventuell könnte ich mich auch reinsprengen. Vielleicht ist hier der Geheimgang. Vielleicht. Tatsächlich, ich könnte mich sogar reinsprengen. Noch mehr Pillen. Naja. Noch mehr Bücher. Eieiei. Zack. Eine Bombe. Könnt euch noch duplizieren, aber. Zack. Naja, diesmal hat es nicht funktioniert beim ersten Mal. Aber da bin ich jetzt auch nicht ganz enttäuscht. Okay. Wie gesagt. Aber für mich ist es bis jetzt noch nicht so unbedingt 50-50. Eher so 75 oder so. Stopp! So 3/4 funktioniert und 1/4 funktioniert nicht. Aber ich kann ja noch alles ändern. Ah, so 20-20 duplizieren wäre halt richtig geil. Aber man kann es auch verkacken. Das ist immer so die Frage: Willst du es riskieren oder willst du es nicht riskieren? So bei im Shop-Items, das können wir auf jeden Fall machen, weil das kostet uns ja dann sowieso nichts mehr. Ein Devil Deal eigentlich auch. Das müssen wir mal testen. Ja, weg damit. Wir haben schon wieder keinen Schlüssel. Oh Gott, der Schlüsselmangel, der ist real. Ich sehe schon. Oh, fucking Zombie. Geht weg, geh weg, 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 weg. Nicht aufs Herz, nicht aufs Herz. Das macht man doch nicht. Das Herz ist das Symbol der Liebe. Und du willst doch nicht das Symbol der Liebe zerstören. So, und da haben wir den Shoppus. Jetzt wird mal Zeit, dass ich hier mal Schlüssel bekomme hier. Ah, eine Münze. Eine Münze in Ehren kann niemand verwehren. Nee. Nein, 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 nein. Böse. Wenn ich jetzt hier echt kein Herz mehr bekomme, das finde ich eigentlich blöd. Liebes Spiel, da ist ein Goldraum noch für mich. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Hopp, Schlüssel! The Devil, 2 of Spades. Da habe ich meine Schlüssel. Wunderbar. Dann schaue ich jetzt mal da rein. So. Dann versuchen wir es einfach mal. Hat leider auch nicht funktioniert, aber ist in Ordnung. Zack. Eine Münze. Katsching. So, dann nehme ich gleich nochmal die Batterie mit und gehe in den Itemraum. Das könnte ich theoretisch auch duplizieren, wenn ich Glück habe. Na, jetzt schauen wir jetzt mal was haben. Ja gut, es bringt nur einmal was. Aber es ist ein geiles Item. Je stärker mein Grundangriffwert ist, desto größer auch der Effekt. Immer wenn ich dann in einen neuen Raum reingehe, wo Gegner sind, werden sie erstmal schön geschwächt. Wunderbar. So, zack, zack. Das ist der Pipi, der Pipi Boy. So. Das Schöne ist, deine Siffe macht mir überhaupt nichts. Und zwar rein gar nicht. Da auf die Augen. Da müsste ich halt ein bisschen Acht geben. Dass das Auge jetzt nicht in mein Herz reinrennt. Was ein bisschen eklig zu koordinieren gerade ist.
Aber es sollte eigentlich werden, wenn ich da schön immer ausweiche und schön weggeht. Na, hat funktioniert. So, ich könnte es duplizieren versuchen. Zack! Ha! Tatsächlich. Zweimal Tiers ab. Jawohl! Nice, dass es funktioniert hat. Ansonsten. Nächste Ebene, oder? Nächste Ebene. Das ist ein geiles Item. Aber wenn ich wirklich 2020 oder irgendwie so ein richtig geiles Item bekommen sollte. Ich denke nicht, dass ich das riskieren werde zu duplizieren, das Laser. Weil die Gefahr, dass ich es verkacke, ist halt ziemlich hoch. Ah, ich brauche mehr Herzen. Das, na gut, da kann ich ja komplett drüber latschen, das macht mir ja nichts. Das zeigt mir ab und zu mal die Räume an. Nehme ich mir das nochmal mit. Bomben habe ich auch genug, von daher. Zack, ja, damit bei Bomben sollte ich auch ein bisschen aufpassen, dass da mein Herz nicht in der Nähe ist. Gut, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Okay, da komme ich in die nächste Ebene, aber ich brauche Items. Ich muss stark werden. Alles für mein Herz, alles für den Hund. Unser Leben mit dem Hund oder irgendwie so. Das habe ich komplett falsch gesagt. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ah, seht ihr das? Sie werden schon richtig schön geschwächt. So möchte ich das doch haben. Muss immer weniger arbeiten. Ah, guck, da sind jetzt gerade sehr viele gestorben. Geil. Ich habe schon wieder keinen Schlüssel. Der Schlüsselmangel ist wieder real. Aber vielleicht kann ich mich durchsprengen. Es klappt damit durchspringen, ich sehe schon. Und zwei Schlüssel. Dankeschön. Aber ich nehme eher die Bomben. Was haben wir denn hier hübsches? Noch mehr Bücher. Eieiei. Versuche ich mal. Weil so brauche ich keine Schlüssel dafür zu benutzen. Und zu Lamson sollten wir doch mal alle Bücher haben. So Pepperell ist ziemlich nice. Gut, gibt noch ein Herz. So, wir haben echt schon viele Bücher, oder? Das ist jetzt schon. Hey, hui! Eine kleine grüne Bande hüpft. So. Ja. Okay, das lassen wir mal so. Und wir sehen gerade die Karte. Okay. Links ist der Boss und rechts ist so das Stuff, was ich jetzt haben möchte. Ah, das ist ein gutes Item. Wenn ich jetzt noch ein wenig stärker wäre. Oh, das wäre nice. Mein Koordinieren war gerade ein bisschen schwierig. Zack, 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 zack. Geh weg. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Item. So, nehme ich noch das mit. Lagerbünze sogar. Da komme ich leider nicht hin, weil ich noch nicht fliegen kann. Oh, solche Räume mache ich überhaupt nicht. Scheiß Mauern, Kackdinger da. So, zwei Schlüssel haben wir auch noch. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal, was wir Hübsches bekommen. Zack, 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 zack. Wenn wir jetzt noch eine Bibliothek bekommen sollten im Laufe des Runs, dann könnten wir ganz normale Items drin sein, weil ich denke mal, wir haben soweit fast alle Bücher. Vielleicht noch ein Buch oder so, aber Pathro wäre halt richtig geil. Vor allen Dingen, weil ich jetzt alles duplizieren könnte. Das brauche ich jetzt eigentlich überhaupt nicht, aber gut. Lasst mich geblässt werden, was überhaupt nichts mehr bringt, weil ich eh schon Devil Deal genommen habe. So, hier versuchen wir es wieder. Leider nicht. Aber wenigstens eine Münze bekommen. So. Weil ich jetzt ein richtiges Arschloch bin, lasse ich das so. Es wird dann im nächsten Part. Nächstes Part haben wir dann den 999 erreicht. Ich muss mal kurz überlegen. Ich gehe lieber außen rum. Dann hätten wir auch schon das fürs nächste Mal. Dann haben wir es auch endlich geschafft. Selbst wenn der Automat nur eine Münze nimmt, das reicht. Wir brauchen nur noch eine. Dann haben wir es soweit. Weil ich finde auch diesen Run ziemlich interessant. Ah, mit der Kombination von Isaacs natürlich. Ah, ich hätte noch. Obwohl, ich bin noch. Ah, voll aufs Herz. Du Drecksack. Wir gehen ja noch mehr aufladen, wenn wir den Boss erledigen. Oh Gott. Nicht aufs Herz, nicht aufs Herz, nicht aufs Herz. Geh weg, geh weg. Milchtüte. Nehme ich mit, ich brauche ein paar Herzen wieder. So, und hier. Oh, wenn ich dich duplizieren könnte. Ich kann dich duplizieren. Oh, Junge. Wie sieht das jetzt aus? Geil! Ah. Übrigens, das ist eigentlich so ähnlich wie 2020. Nur, dass ich halt selber jetzt nicht selber schieße. Wieso habe ich das riskiert? Ist egal, es hat funktioniert. Geil! Okay, also die Kraft haben wir jetzt. Jetzt müssen wir auch irgendwie noch ums Leben kümmern. Ich denke mal, wenn ich jetzt auch. Ja, ich werde wahrscheinlich kein Buch mehr bekommen, wo ich Herzen bekomme. Das war vielleicht. Aber vielleicht gehe ich noch so ein Crystal-Ding oder so. Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die Herzen wegen achten.
und mein Inkubus, der eine beschützt mein Herz. Okay. Ist doch schön zu wissen. So, wir gehen einfach mal nach oben. Oh Gott. Passen Sie auf die Fettis auf. Die hüpfen heute mal ziemlich stark wieder. Oh, das finde ich aber geil, dass es funktioniert hat. Oh, nice. So, und jetzt muss man unseren Grundwert noch wegen ändern, also unsere Stärke. Und dann geht's so richtig ab. Oh, ich find's geil. Nice. Aber es hätte auch nicht funktioniert, ne? Also. Aber ich hätte das gedacht, ja, zwei Herzen zu opfern, ich weiß nicht. Aber dass ich jetzt sowas hab, oh, das gefällt mir. Oh, wie das geht. Das geht gut. Das ist super. So, drei Schlüssel, wunderbar. So, gucken wir erstmal da rein. Ja, da ist es. Da wäre es nicht schade, wenn es verschwinden wird. Naja, habe ich es gekriegt. Okay. Biggie Bang gibt uns ein bisschen Münzen. Dann können wir das mitnehmen. Dann können wir das da. Wheel of Fortune. Naja. Da, stirb. Ich nehme dir meine Starskarte mit. So, dann schauen wir uns noch da rein. Da kann ich meinen Angriff duplizieren. Wisst ihr was? Das nehme ich sogar mit. Yeah. Das wollte ich jetzt nicht duplizieren. So, dann könnte man eigentlich gleich zum Boss. Da. Die Range ist auch ein bisschen gesunken, oder? Ah, habe ich so auf jeden Fall das Gefühl. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein Damage von 12. Und durch Tears Up können wir ja noch ein bisschen was machen. 8 ist eigentlich auch noch. Das ist so der Standardwert. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Von daher, es war schon so. So, da oben war ja der Boss, glaube ich, irgendwie in der Gegend. Ah, saugeil. Ich sag, die Herzen, das ist noch ein bisschen unser Problemchen. Und wir lösen das Problemchen. Mit einem Löffelchen. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch schauen. Zack, 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 zack. Na, Gishi. Immer wegen aufpassen auf Gishi. So, das könnte ich auch duplizieren. Nee, die Kiste mich halt eigentlich überhaupt nicht. Ich könnte die Kisten duplizieren. Nee, wir machen das mal auf. Zack. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Wahrscheinlich Trollbomb, ne? Okay. Ich nehme das jetzt mal mit, sicher. Ja, Kisch brauche ich eigentlich nicht. Ich bin mit meinem Bild leider vollst zufrieden. Stellt euch mal vor, ich könnte es nochmal duplizieren und es hätte wieder funktioniert. Hätte ich 4 Stück. Gott, das wäre nice, aber. Es ist, wie gesagt, ziemliches Risiko. Man muss ja nicht übertreiben. Das hat schon einmal gut funktioniert. Ah, jetzt schießt du wieder über die Ecken, ne? Ah, ich mag dich. Ah, ich hasse sowas, ey. Ich kann das überhaupt nicht koordinieren. Hoffentlich. Ne. Weg damit. Und du auch. Eine Kiste. Ja, Kiste brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sofern es keine normale ist. Also, es war eine normale. Die brauche ich nicht. So. 4 Herzen, das ist halt echt nicht gut. Da muss man noch ein bisschen was machen an Herzen. Ich hätte eventuell doch ein Buch mitnehmen sollen, was mir da die ganze Zeit an Herzen gibt. Aber ich war halt wieder so, das ist halt ein gutes Item. Ich habe wieder ein ganz komplett neues Item kennengelernt, was ich richtig geil finde. Klar, man kann vieles verkacken, aber man muss halt auch ein wenig abwägen. Mache ich das jetzt, mache ich es nicht. Das hier ist, nicht. Man muss halt ein bisschen überlegen. Und bis jetzt bin ich eigentlich ziemlich zu viel. Klar, Champions Belt. Hätte ich das jetzt ein paar Mal bekommen. Ich habe eine Idee. Das ist ja schön. Holst jetzt ab, wenn mein Zeug aufgeladen ist. Von daher nehme ich das immer mit. Bin ich stärker. Leider vom Tiers hat sie jetzt nichts geändert. Aber alle anderen Werte sind besser geworden. Von daher nehme ich das immer mit. Weil das ist jetzt kein Space-Item, das ich immer sofort aktivieren müsste. Von daher kann man das so machen. Da ist jetzt schon die Mom. Ja, zu Mom will ich eigentlich noch nicht. Wir haben noch ein bisschen was vor. Obwohl, wir haben die Stars. Wir könnten uns ja dann raus teleportieren. Von daher können wir uns im Devil Deal auch noch was holen. Beziehungsweise den Boss Rush. Das passt schon so. Zeittechnisch sind wir ja auch momentan noch gut dabei. Ja, das habe ich irgendwie kommen sehen. Kein Devil Deal, aber das können wir mal mitnehmen. Wir könnten das duplizieren, wenn wir Glück haben, wenn wir Pech haben. Ich würde es. Komm. Es hat sogar funktioniert. Dann nehme ich mal Runen. Runen. Nehme ich 2 Runen mit? Dann nehme ich. Dann nehme ich das.
Ja, ich glaube, eine Rune reicht eigentlich. Ich muss nur eine. Ich möchte gerne das noch mitnehmen. Und alle, die anderen zwei brauche ich jetzt eigentlich nicht. So, Stars und weg. Oh, nice. Okay, ich weiß nicht, ob es so ganz funktioniert. Ja, doch. Es skaliert auf jeden Fall schon mal. Das ist doch schon mal nice. Und hier haben wir. Das bräuchte ich halt echt nicht zu duplizieren. Egal. Weil das war jetzt nichts Besonderes eigentlich. Den Schlüssel hätte ich mir holen können. Ja, aber ansonsten war da halt echt nichts Interessantes dabei. Kannst du bitte sterben, die Geist? Plop. Demon Tech? Nee. So, und jetzt sollten wir echt mal langsam. Nee. Voll aufs Herz. Wir haben 5,5 Herzen. Ja, da fehlt ein bisschen was. Wir haben die Black Rune, habe ich dann mitgekriegt, dass wir die bekommen haben. Habe ich gar nicht mitbekommen. Naja. Genau, da war noch ein Tinnedruck. Den hätte ich noch sehr gerne. Nö. Ich brauche sowieso kein Geld mehr. Kann ich ja damit eh nichts mehr anfangen, von daher. Nee. Curse of the Unknown. Ich sehe meine Herzen nicht. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber wenn wir nicht getroffen werden, dann sterben wir auch nicht. Ist doch ganz einfach, oder? Oder? So. Eine Batterie. Hat nicht funktioniert, aber ist egal. Wir können eh wieder genug aufladen. Oh, das ist halt schön. Das Gift geht durch sämtliche Gegner und das sind schon so angeschwächt, dass ich fast nichts mehr machen muss. Es sei denn, natürlich sind solche Geister, die in den ersten paar Sekunden, oder solche Viecher, die in den ersten paar Sekunden noch unverwundbar sind. Digges, keine Flüche mehr. Nice, jetzt sehe ich wenigstens meine Herzen. Tindrock sehe ich jetzt auch nicht. Oh, Junge. Die Augen sind los. Und ich wurde halt tatsächlich ja getroffen wieder. Weiß nicht. Zack. Ich versuch's dann noch einmal. Wenn das dann funktioniert, dann mache ich's da auch. Wenn nicht, dann ist mir das dann ziemlich wurscht. Ja, es ist eine goldene Kiste. Aber ja, wenn da ein Item drin sind, dann sind dann anderen auch ein Item. Ich riskier's einfach mal. Strength. Nee. Da ist jetzt der Boss, den machen wir noch nicht. Mann, dann ist mal die goldenen Kisten da. Nee. Obwohl, wir könnten eigentlich jetzt schon machen. Oh, ist der Blob. Oh Gott. Okay, aufs, immer wegen aufs Auge achten. Oh, was soll ich das jetzt machen? So, stirb am besten schnell. Wunderbar. So, wir kriegen das. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Was hast du mir da gegeben? Blank Rune. Nehme ich mal Blank Rune mit. Ja. Zack, zack, zack. Wow, das ist interessant. Hagalas. Naja, immer ein Herz wieder dazu bekommen. So. Dann duplizieren wir mal. Und schauen mal, ob sie verschwinden oder da bleiben. Wie gesagt, das ist mir dann auch wurscht, wenn sie verschwinden. Aber wenn sie da sind, dann versuchen wir sie zu öffnen. Hat funktioniert, okay. Wow, das heißt, in den anderen ist auch nur eine Münze und ein paar Herzen. Es hat sich ja gelohnt. Nämlich überhaupt nicht. Naja, man kann alles haben. Weißt du was? Ich kann meine Black Rune jetzt alles einsammeln, weil. Oh je, nicht. Vielleicht gehen wir noch einen Schlüssel oder irgendwie so. Brauche ich alles nicht. Komm, haben wir ein paar Fliegen. Fertig. Eine Münze und zwei halbe Herzen. Wow. Nicht ganz so viel, bitte, liebes Spiel. So. Weiter geht's. Aber wir sind trotzdem ziemlich flott unterwegs. Und ich lebe noch! Woo! Aber es kann alles schnell vorbei sein. Von daher, ich predikte mal nichts. Noch mehr Geld. Ich könnte das jetzt duplizieren, aber. Es bringt mir halt nichts. Ja, noch mehr Herz, ey. Zack, ich nehme alles mal mit. Guck, hab plus 2 Damage bekommen. Von daher. Klar, wenn ich das duplizieren könnte, ich könnte zu Hasch gehen, aber ich will jetzt nicht zu Hasch, also ich bitte euch. Fucking Hasch. Dann könnte ich mir halt hier im Shop alles umsonst holen, aber. Da bin ich froh, dass ich die plus 2 Damage bekommen habe, weil jetzt ist auch meine grüne Seuche viel stärker und tötet halt viel schneller. Noch mit Blank Rune. Nehme ich halt mal mit, ne? Was haben wir hier? Pathro, Change. Ich nehme den Change Boy mit. Falls ich was bekomme, dann kann ich schon changen. So ein Shop wäre jetzt zur Bibliothek. Dann könnte ich das
duplizieren. Vielleicht wird es funktionieren. Dann könnte ich changen, wenn mir was nicht gefällt. Oh, das wäre nice. Und der Damage ist auch vollkommen in Ordnung. Und vor allen Dingen, wenn ich immer mit meiner Zielscheibe treffe, dann mache ich doppelten Schaden. 30 Schaden. Leck hier, Marge. Es läuft gerade gut. Obwohl. Aber es hätte viel schlimmer sein können, wenn ich Inkubus. Wenn ich Inkubus nicht bekommen hätte, wenn das fehlgeschlagen wäre, dann wäre der Run viel schlimmer gewesen. Dann hätte ich ihn eventuell auch nicht geschafft. So, ich schieße da 3 Tränen, manchmal auch 4 Tränen auf einmal. Chera. Oh Gott, was nehme ich denn da jetzt mit? Chera oder Pethro? Ich nehme Pethro mit. Weil ich werde, denke ich mal, nicht nochmal eine Chera bekommen. Beziehungsweise ich kann ja eh nicht zweimal mitnehmen. Ah, das ist die falsche Bibliothek. Shit! Chariot. Justice können wir mal machen. Lovers. Und The Hanged Man. Leider. Ja. Weil ich habe jetzt gerade das Szenario mit The Chest überlegt. Entweder ich dupliziere meine 4 goldenen Kisten zu 8 Items. Oder ich nehme die 4 Kisten. Und die, wo ich nicht brauche, die roll ich. Dann habe ich sozusagen, wenn es die ersten 4 auch scheiße sind, auch 8 Kisten. Von daher, ich nehme das mit. Außerdem kann ich das ein wenig besser einsetzen. So, geh weg. Der Geheimraum könnte eventuell hier sein. Nee, leider nicht. Hi, Mom. Ja, da müssen wir jetzt ein wenig aufpassen. Einige immer im Bewegen bleiben. Ja, obwohl, hier im Bewegen ist es ein wenig so fragwürdig. So, wegen des Herz verteidigen. So, wir haben Devil Deep bekommen. Brimstorm! Ja gut, das bringt überhaupt nichts, wenn ich das dupliziere. Warte mal, wie will ich Brimstorm machen? Ich nehm's mal mit. War das eine Fehlentscheidung meinerseits? Schauen wir mal. Ich muss halt wenigstens nichts mehr in die Nähe der Gegner. Ich kann komplett durchstrahlen. Der Spender da, verstrahlt. Zack. Leider nicht, aber das war mir eh wurscht. Das war mir eh wurscht. Zack. Ich denke, das war in Ordnung. Aber die Herzen, ne? Wir müssen ein wenig auf die Herzen jetzt achten. Wir haben nicht mehr viel. Was haben wir denn hier Hübsches? Hanses. Gut, was macht? Da wissen wir wirklich, wohin wir müssen. Ja, Isaac wird so der letzte große Gegner sein, weil Blue Baby werden wir dann wahrscheinlich auf jeden Fall leichter besiegen. Wir können ja fliegen. Gott, oder was heißt fliegen? Ein unbekanntes Item, was haben wir denn? Sack of Pennies. Naja, jetzt kriegen wir ab und zu ein bisschen Geld. Was ich jetzt nicht unbedingt bräuchte, aber naja, ich nehm's halt mit. Steinkissen. Noch ein Item. Ah, yeah. Oh, Tammy's Head, das wäre jetzt so geil, wenn ich das bekommen würde. Würde ich auch den Penny mal weg tun. Stimmt, mit meinen Coin könnte ich an die Kisten duplizieren. Ah, das ist so riskant. Obwohl, ich bin auch mit dem, was ich momentan habe, eigentlich zufrieden. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. So, geh weg. Was haben wir denn hier? Steven, Damage Shop. Ist auch nice. Zack. Was haben wir denn hier? Berkino. Ne, ich nehme Pethro mit und dupliziere. Jawohl, wir haben die Herzen dupliziert. Nice. Gut, alles andere ist mir ziemlich Uranus. Ich könnte in der Chest die goldenen Kisten auf 8 verbessern. Mist, the bomb, ne, brauche ich jetzt nicht. Und dann könnte ich rerollen. Ich kann aber auch keine Kisten dann bekommen. Das ist halt so die Gefahr. Aber selbst wenn ich keine Kisten bekommen sollte, das sieht aber dann eigentlich gut aus. Ja, herztechnisch, aber ansonsten passt es. Zack, zack. Was haben wir hier? Echolist. Destruction. Könnten wir vielleicht hier benutzen. Zack. Wunderbar. Und der König ist da, aber nicht mehr lange. So, nehme ich wieder die Rune mit. Keine Ahnung, wo der Geheimraum sein könnte. Hier. Ah, ist sogar gut gesprengt. Und aufpassen. Ja, noch mehr Geld. Wie gesagt, Geld brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und hier ist auch irgendwo einer. Mutter, lachen Sie mich bitte nicht aus. So, was haben wir hier? Der Joker. Kann man sogar hier noch aktivieren? Nice. So, ich könnte es duplizieren.
auf die schwarzen Herzen. Aber ich nehme die schwarzen Herzen jetzt sicherheitshalber mal mit und dupliziere das. Wieso habe ich das schwarze Herz nochmal dupliziert? Hier ist kein schwarzes Herz mehr. Aber ich will mir nicht beschweren. So, was haben wir hier? Spirit of the Night. Oh, Seraphim. Leviathan-Verwandlung. Nice. Und ich musste keine Herzen opfern. Auch wenn das rote, eine rote Herz mir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt viel wehgetan hätte. Aber naja, komm. Batterie nehme ich noch mit. Wenn es umsonst ist, ist es natürlich auch besser. So. Herztechnisch sieht es eigentlich ziemlich nice aus gerade. Ich hoffe, das bleibt auch so. Degis, keine Flüche. Ah, ich hoffe, dass ich keine Curse of the Blind in der nächsten Ebene bekomme. Das wäre dann ein bisschen eklig. Lupp. Ah, voll aufs Herz. So, mein Verstecken. Ich hoffe, dass das Herz nicht erwischt wird. Und dann soll es eigentlich sein. Nö. Wir gehen schön in die Chest. Dann schauen wir mal, was wir bekommen. Okay, keine Flüche. So, jetzt versuchen wir es mal. Wir haben es verkackt. Ich habe es ja predicted. Aber ich bin auch jetzt nicht unbedingt eichtraurig. Weil... ich bin mit meinen Items zufrieden. Mehr als zufrieden. Von daher... akzeptiere ich mein Schicksal. Also mein Schicksal heißt jetzt nicht, dass ich jetzt verlieren werde. Also, ich werde das Ding jetzt rulen. Tatsächlich mit fucking Eisexal. Es ist kaum zu glauben, aber wir schaffen es, Leute. Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, es muss wirklich ein richtig ekliger Raum sein. Aber ich, das kann ich mir halt kaum vorstellen. Da. Leider wieder nicht. Nein, vielleicht bin ich ja noch eine Kiste, wo ich duplizieren kann. Erfolgreich. Wenn nicht, dann halt nicht. Die Spinnen gehen so kaputt. Genau. Er macht halt auch schon schön Schaden. Zack. Tu dein Fältchen weg. Answers. Nice. Das ist geil. Ja. Machen wir doch gleich hier mal. Bombaidis. Nee, fast rein. Das Super Greedo. Theoretisch. Wo ist denn die Blank Room? Die ist da oben, ne? Weil ich brauche, wie gesagt, Geld brauche ich halt echt 0, gar nichts, aber ich kann es einsaugen. Eventuell kriege ich da vielleicht noch ein bisschen Damage ab dazu. Kann ja durchaus sein. Und jetzt muss ich mal kurz überlegen. Zack. Luck und Range. Das hat mir beides nicht unbedingt viel gebracht, weil die Range ist bei mir sowieso mehr oder weniger unendlich. Geht ja eh durch den kompletten Raum. Gut. Dann nehmen wir den Perforum mit und gehen Richtung Bisschen. Gut, dann hat sich ja mit dem Buch sowieso nicht bewahrheitet. Dass es dann eine Gefahr wäre, dass ich es wenn der nicht mitgenommen habe. Also was jetzt ans Herz gibt und so weiter. Aber bis jetzt. So, versuchen wir es noch. Hier funktioniert es halt überhaupt nicht. Aber wie gesagt, das ist nicht allzu schlimm. Ah. Okay, dein Laser gegen meinen Laser, Arschloch. Zack, was haben wir hier? Olchis. Olchis haben wir, ne? Das hätten wir vielleicht ein Baby gebraucht, wenn man dann gut. Obwohl, Olchis bringt mir doch überhaupt nichts, oder? Das hätte mir doch trotzdem nicht geschützt. Wir haben hier schon wieder Olchis. Bracano, Chera. Nochmal Chera, Hegeless. Ja, zweimal Chera, okay. Aber das ist jetzt sowieso der letzte Raum. Vielleicht kriege ich ja noch eine Kiste. Wenn nicht, dann halt nicht. Das ist mir dann auch wurscht. Na gut, das kann ich eh nicht duplizieren mit Chera. Von daher. Blue Baby! Ihr habt gehört, das geht in die Hose. Blub. Oh, der war schön. Der war schön. Der war auch ebenfalls schön. Und der wird alles beenden. So, Fliege gegen Fliegen. Der, eine Fliege tötet die andere Fliege. Haben nur mal Schaden bekommen, aber es ist vollkommen in Ordnung. So, damit hätten wir auch diesen Run. Woo! So, meine lieben Leute. Das war's mit diesem Run. Bei dem nächsten Part haben wir dann eventuell unsere 18. Dann sind wir wieder auf den aktuellen Stand der Dinge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Final.